Hallöchen, Puppüchen, willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Medieval Dynasty. In der letzten Folge sind wir hier zum Dorf gekommen, haben den Kumpel unseres Onkels kennengelernt und er hat uns gebeten, seine Kuh zu töten. Wir haben seine Frau gefragt, ob das denn stimmt, weil das so ein Scherzbold ist, der viel Quatsch erzählt. Und sie sagt, ja, töte die Kuh. And now is the question, where's the Kuh? Okay, ich kann irgendwie mit ihr jetzt reden, erstmal. Kann ich dir mal was helfen? Ich könnte tatsächlich deine Hilfe gebrauchen. Ich überlege, meine Felder zu erweitern. Aber an der Stelle stehen viele Bäume. Könntest du ein paar davon fällen? Klar kann ich das machen. Okay. Das ist die Kuh. Marilla. Ich bin absolut nicht sicher. Soll ich jetzt einfach die Kuh schlachten oder was? Ich habe die Kuh direkt gehäutet. Easy going. Ja, jetzt soll ich mit Wollrad reden. Der ist gerade auf dem Feld. Du bist nicht Wollrad, du bist Wollrad. Ja. Wie ist es gelaufen? Ich habe sie getötet. Also hast du es wirklich getan? Ist das nicht, was du wolltest? Was ich wollte? Nein! Aber scheinbar muss es wohl so kommen. Wie wäre es denn mit einer Geschichte über die Meute? Aber selbstverständlich doch. Abgemacht ist abgemacht, mein Freund. Bevor ich Jordan und die Meute traf, da war ich... man könnte es wohl einen Glücksspielkünstler nennen oder einen professionellen Würfelspieler. Aber es wäre doch wohl einfacher, mich als bescheidenen Betrüger zu bezeichnen. Ich reiste von Gasthaus zu Gasthaus und dort benutzte ich meine speziellen Würfel dazu, mir durch Schummeln etwas Geld zu verdienen. Mein Vorgehen war dabei recht gut, aber Jordan durchschaute mich sofort. Seine Augen brannten förmlich ein Loch in meine Hand, während ich die Würfel austauschte. Als ich es wagte, in seine Richtung zu blicken, da lächelte er mich an. Er sagte kein Wort, obwohl er verlor und genau wusste, dass ich betrogen hatte. Er bezahlte, schüttelte meine Hand und stand von meinem Tisch auf. Das weckte meine Neugierde. Doch wie noch nie etwas zuvor. Also folgte ich ihm. Als ich beobachtete, wie er sich mit der Meute traf, folgte ich der Gruppe. Ich weiß gar nicht, wann ich Sambo aus den Augen verlor, aber plötzlich packte er mich von hinten. Dieser Riese brauchte nur eine Hand, um mich am Hals ein Stück vom Boden zu heben. Drohte, er würde mich töten, sollte er mich auch nur ein einziges Mal wiedersehen. Das muss dir die... Das muss dir eine Heidenangst gemacht haben, ja? Das Klügste wäre gewesen, so schnell wie möglich das Weite zu suchen, weit weg von diesen Leuten. Aber ich war noch nie klug. Also folgte ich ihnen weiter. Beim nächsten Mal unterstrich Sambo seine Drohung mit ein paar Schlägen. Auf meiner rechten Auge konnte ich in 2 Wochen lang nicht sehen. Aber ich gab nicht auf. Das wurde ihnen mit der Zeit so lästig, dass sie dazu übergingen, mich einfach zu ignorieren. Irgendwann störte es sie nicht mehr, dass ich ihnen folgte. Dann, dass ich neben ihnen ritt. Dann in ihrer Mitte. Also fing ich an, mein Lager bei ihnen aufzuschlagen, mit ihnen zu essen. Irgendwann eines Tages, als ich mit ihnen in eine Schenke ging und mich an ihren... Ich kann nicht mehr lesen. Merkt ihr das? Mein Hirn ist kaputt. Aber es liegt doch an der Schriftart. Ich finde die Schriftart schrecklich. Nochmal. Irgendwann eines Tages, als ich mit ihnen in eine Schenke ging und mich an ihren Tisch setzte, da schob Jordan mir einen Becher und einen Teller hin. So wie er es für alle anderen auch machte. Unigost fragte mich nach meinem Namen und damit hatte es sich. Ich war Teil der Familie. Genau das... Ich weiß, wie dumm... Ach, da stand wieder irgendwas. Ach, fuck, ey.
Das ist so doof gemacht, dass das eine da oben steht und das da unten. Es ist normalerweise immer so links daneben und nie rechts. Na egal. Genau das. Ich weiß, wie dumm das klingt. Erbärmlich sogar. Aber rückblickend war es die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Sicher, sie machten sich von Zeit zu Zeit über mich lustig, behandelten mich am Anfang anders. Ich war der Jüngste, aber nach einer Weile fühlte ich mich wirklich als einer von ihnen. Und ich wusste, dass sie mich liebten. Das ist wirklich schön. Ich werde nie meinen ersten Einsatz vergessen. Wir brachten eine Gräfin dazu, ihren Landsitz einem Waisenhaus zu überschreiben. Es war großartig. Ich war begeistert und gleichzeitig fühlte ich mich gerecht wie ein sehr ehrenhafter Betrüger. Anstelle von Schuld fühlte ich mich, als hätte ich wirklich etwas Wichtiges erreicht. Und ich hatte es gut gemacht. Selbst Jordans rechte Hand fand, dass es so war. Du meinst Unigost? Unigost? Nun, er und Jordan waren ohne Frage wie Brüder. Aber ich glaube, allen war klar, dass Kestrel den zweithöchsten Rang in der Gruppe hatte. Kestrel? Wer ist das? Sie haben dir nicht von ihr erzählt? Gut, dann werde ich das auch nicht tun. Diese Geschichte muss jemand anderes erzählen. Du solltest gehen und mit Unigos darüber reden. Das werde ich. Es war eine große Freude, dich kennenzulernen, Wolrath. Für mich ebenfalls. Jordan hätte dich gemocht, da bin ich sicher. Bis zum nächsten Mal, Ratatouille. Bis zum nächsten Mal. Okay. So, ich will mal eben auf mein Tagebuch und möchte das für die Dame machen. Neue Felder, Bäume fällen. Kann man irgendwo sehen, wo ich das machen muss? Muss ich jetzt einfach hier am Feld oder wo? Jetzt bin ich verwirrt. Die hat ja kein eigenes Feld, oder? Da steht jetzt nicht, welche Bäume ich fällen soll. Ich soll einfach 10 Bäume fällen. Dann raus mit der Hacke. Guck, ob das zählt, wenn ich den jetzt hier wegkloppe. Ja. Und wir müssen dann in unserem Dorf ein Säckchen machen und den lasse ich mal stehen, der ist schön irgendwie. Und eine Hacke. Ich glaube, das haben wir auch schon gemacht. Da ist irgendwas im Dorf los. Verwaltung. Irgendwas ist im Dorf. Gewinnung. Der Brunnen. Kein Material. Naja, wir haben ja. Keine Ahnung. Muss ich gleich gucken, wie ich da Material. Ich kann ja jetzt da nicht 20.000 Eimer reinkloppen. Ihr müsst schon einen Eimer nehmen und müsst ihn wieder zurückbringen. Ansonsten habt ihr Pech gehabt. So viele schöne Bäume hier. Stinke. Noch drei Bäumchen noch. Sind wir fertig. Ich habe übrigens mit Tom zusammen gerade Core Keeper die zweite Staffel durchgespielt. Wir haben das Spiel komplett fertig und haben dann mit Icarus angefangen zusammen. Und Icarus ist auch so ein Survival-Game. Ziemlich, ja, nicht ähnlich, aber geht auch in so eine Richtung. Cool gemacht. Gefällt mir richtig gut. Grüß dich. Okay. Ich habe jetzt die Bäume gefällt und habe nichts dafür bekommen. Ich muss nicht mit dir reden. Okay. Dann würde ich sagen, wir sind hier jetzt hier. Wir gehen jetzt Richtung Süden und gucken, dass wir in unser Dorf kommen.
Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt, dass wir in unser Dörfchen kommen. Und dann können wir mal gucken, wo das Problem liegt mit den, Eimern, mit den Wassereimern. Also genug zu fressen sollten die ja haben eigentlich. Mehr als genug zu fressen. Ich habe der Alten ja irgendwie 70 Fleisch oder so gegeben. Und wenn nicht, können wir immer noch was jagen. Es ist so lustig, dass man unter Wasser einfach läuft. So, wir haben ja gelernt, auch in der letzten Folge, dass wir jetzt mehr Häuser bauen können. Wir können 10 Häuser bauen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich wollte eine Scheune bauen. Ich wollte, glaube ich, noch einen Wohnsitz bauen. Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, to be honest, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen jetzt auch wieder her. Ah ja, genau, so war's. Naja, das spielt man eine Woche nicht und schon kannst du nichts mehr. So, sie sollte jetzt eigentlich auch jagen. Sie. Sie ist ja Jägerin. Die Geräusche sind manchmal leicht weird. Sag mir, dass das sich wie ein normales Tier anhört. Okay. Huch. Einfach 20 Wildschweine da gewesen. Okay. Los, willst du mal nicht zerbraten werden oder was, hä? Was jetzt, hä? Rennst mir hinterher und jetzt verpisst du dich, du Dreckschwein. Bist du die Alte? Sogar Wunder! Na? Wie geht's, meine Schöne? Wie geht's, meine Schöne? So eine Liebe, nee. Das Lächeln ist wärmender als dein Lagerfeuer selbst. Dein Lächeln ist wärmender als dein Lagerfeuer selbst. Ich bewundere deine Ehrlichkeit wirklich. Ich könnte deiner Stimme stundenlang zuhören. Dann nehme ich das Lagerfeuer. Natürlich ist es das, es ist meins. Geht's dir, meine Schöne? Ich beneide die Vögel, die Freiheit, die ihnen ihre Schwingen bieten, die herrlich wäre es, einfach über den Himmel dem Ungewissen entgegensegeln zu können. Was ist der Tod? Das ist das Schönste, was ich im ganzen Tag gesehen habe. Ja, ich glaube, die trägt ja jetzt gar kein Kleid. Okay, ich brauche auch dafür eine Zuneigung von 100. Ich glaube, hier finde ich jetzt schwer zu entscheiden.
Dann, ich versuch's mal. Oh, okay, das hat geklappt mit dem Kleid. Okay. Okay, sie geht ordentlich jagen. Ich bin wieder zu Hause. Und jetzt gucke ich mal. Guck mal, er macht doch hier Wasser. Aber er hat kein Fass. Deswegen gebe ich dir jetzt einen Eimer. Und jetzt hast du Werkzeug. Und jetzt will ich wissen, was du machst. Haben wir erstmal was zu fressen. Oh, wir haben richtig viel fressen. Okay, er ist beschäftigt. Damit kann ich leben. So, sie sollte ja jetzt Fleisch gesammelt haben. Sie hat 36 Fleisch gesammelt. Heftig! So viel! Wie viele Pfeile habe ich noch? Nicht mehr so viel, ne? Ah, und jetzt kann ich sie wieder ausrüsten. Egal, 21 ist noch mehr als genug. Also er spielt da am Wasserrad rum. Sehr schön. So. Ich mach mal eben. Ach, das macht mich jedes Mal wieder kirre mit dem Fleisch. So, ich brate jetzt erstmal Fleisch. Zum Wohl, Cheerio. Und dann werden wir uns dieser Holzhacke und dem einfachen Säckchen widmen. Wir sehen uns gleich. So, das Fleisch habe ich gebraten. Jetzt gehen wir mal eben gucken, was hat sie noch drin. Also er dreht da die ganze Zeit am Wasserrad rum wie so ein Weltmeister. Öffnen. Okay, sie säuft auch das Wasser, tatsächlich. Ich habe so viel gebratenes Fleisch. Verdorbenes, gebratenes Fleisch. I don't know, so viel. Ihr habt ja auch noch mehr als genug. Keine Ahnung, ich behalte das jetzt erstmal. Aber ich habe jetzt hier nichts irgendwie dabei, wo ich sage, okay. Das braucht jetzt viel Platz, wobei ich fast voll bin irgendwie, ne? Auch. Trägt das denn so viel? Was wiegt der? Das ist jetzt ein Kilo. Ach, mein Fleisch, 17 Kilo Gewicht, Alter. Ja moin! Weil ich so viel Fleisch dabei habe. Dann habe ich ja auch noch Essen drin. Nö, also ja, das aber. Ne? Mach mal alles bis auf, keine Ahnung, 10. Jetzt habe ich auch um einiges mehr Platz wieder. Den Kohl brauche ich auch nicht mitschleppen. Als Beispiel. Das Verdorbene schmeißen wir gleich eh weg. Das wiegt nicht viel. Das hier wiegt ein bisschen was. Kommt aber jetzt alles rüber. In die Jagdhütte. Alter! Herzinfarkt, Herzinfarkt. Davon haben wir nicht so viel Wolle, haben wir gefunden. Okay. So, ich habe jetzt ein bisschen Platz. Ihr seid beschäftigt, ihr habt Arbeit. Ich bin happy darüber. Ich möchte jetzt was bauen. Denn wir können. Ne, nicht die Tierhaltung, das können wir nicht. Wir können jetzt eine Scheune bauen. Wir können eine Scheune bauen. Die brauchten wir für irgendwas.
Weiß nicht für was, aber wir brauchten die. Ich muss die Dinger wegkloppen. Ah ne, Schaufel. Habe ich nicht. Holzhacke und einfache Säckchen brauchen wir. Einfach Säckchen, Holzhacke. Ich weiß nicht, ob er das noch haben will. Und die Holzschaufel. Händler finden. Im ganzen Tal gibt es Händler, die diverse Waren feilbieten. Zögere nicht, deinen Nachbarn um Hilfe zu bitten. Sie können dir verraten, wo du die Händler findest und wo du unterschiedliche Tiere kaufen kannst. Dankeschön. Dann kann ich das jetzt wieder wegtun. Denn ich brauche nicht diese Werkzeuge. Ich brauche zum Beispiel nicht die dritte Fackel. Ich brauche nicht die Hacke. Ich brauche nicht das Säckchen. Aber was ich brauche ist die Schaufel. So. Schwupp. Denn ich möchte die Dinger rausholen, damit ich hier die Scheune hinstellen kann. Eher so aus, als würde ich die aufessen. Oh. Gut. Dann versuchen wir es nochmal. Nee. Eine Scheune. Aha. Jetzt brauche ich einen Bauhammer. Ich würde sagen, wir bauen erstmal das. Ja, kurz. So. Wie gesagt, kurzer Cut. Musste mal eben ein Rezept rausbringen. So. Den Holzteller bringe ich auch mal hier rein. Ich brauche den Bauhammer, genau. Da ist er. So. What do we need? So Steine. Habe ich Steine in der Truhe? Ich vermute, ich werde gleich auch Holz brauchen, ne? Steine habe ich hier nicht drin, oder? Kalkstein. 34 Holzstämme habe ich aber. Schon mal. Wäre jetzt cool, wenn die helfen würden, ne? Das wäre jetzt richtig episch. Stell dir mal vor, die würden jetzt loslaufen und würden Material sammeln und da reinbringen. Das wäre absolut Porno. Wenn die so wüssten, okay, da ist jetzt Holz drin, dann würden die das holen. Ich habe doch auch Verdorbenes. Noch 5 Steine. 1. Zwei. 3. 4. 4. I need a stone. Ey, muss der noch jetzt mitgenommen? Hoffe doch. Zur Sicherheit nehme ich einfach noch einen mit. Ja, ich hatte ihn mitgenommen. Oben links steht's, aber ich habe es nicht gesehen. So. 10 Holzstämme. 5 habe ich scheinbar. Woher auch immer. So, nochmal 5. Hey, das ist meine Freundin, Junge! Ein bisschen weird, dass ich bei ihm wohnen muss. Holzstämme.
Ich würde jetzt sagen, ich kann ja ein bisschen was tragen. Ich weiß nicht, wofür man die Scheune braucht. Ich weiß nur, dass man sie braucht, um Dung zu machen. Ja, okay. Okay. Wäre jetzt irgendwie cool, wenn man so genau eine Liste hätte. Was braucht man noch insgesamt, weißt du? Das wäre irgendwie nice. Das Stöcke gibt es hier nicht drin, ne? Nur Stroh. I try to carry everything. Und oh ja, ich bewege mich nicht mehr. Ablegen. Komm, dann legt mir eben. Immer noch nicht. Ist aber hier pingelig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal. 8 mal 8. 64. 64 Stöcke brauchen wir. Und das Rieddach ist 1, 2. Ist das nur 2 breit? Ich weiß es auch nicht. Ja, ist nur 2 breit, ne? Das heißt, ich brauche jetzt noch 1, 2 Stämme. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. 6 mal 8 Stroh. 6 mal 8 Stroh. Mehr Stämme brauche ich nicht, ne? 2, 4, 6 mal Stroh brauche ich, okay. Der Stroh. 6 mal 8 sind 48. Und dann brauche ich nur noch Stöcke. Da haben wir gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 8, 64 Stück. Okay. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist so eine Holzscheune. Und dann brauchen wir einen neuen Mitbewohner. Das heißt also, wir brauchen noch ein Haus. Da baue ich mir dann so ein richtiges Haus. Und dann brauchen wir noch einen neuen Mitbewohner. Toll. Holzstämme und 10 Stöcke. Das machen wir nicht mehr heute, weil wir spät haben. Ich gehe schlafen. Holzscheune und 10 Stöcke. Quatsch, wir brauchen eine Holzscheune, weil die sollen sich selber ihr Zeug machen, fertig machen. Und dazu gehört auch Feuerholz. So. Da ich jetzt eh einen Baum fällen muss.
Ach nee, das war ja hier anders. Erinnere mich dran. Habe ich jetzt schon genug Stöcke fürs Bauen? Nö. Auch beknackt, ne, dass bei so einem Riesenbaum so wenig Stöcke rauskommen. Normalerweise müsste ich ja jetzt 100 Stöcke haben. So, und das finde ich auch nervig, dass ich jetzt jedes Mal wieder ins Menü gehen muss und mir das Ding neu ausrüsten muss. Warum es nicht automatisch einfach wieder da reingeht, wo ich es hatte. So. Naja, okay. Kann ich aus... Nee, kann ich nicht. Wäre natürlich nice, wenn ich jetzt aus den Stämmen Stöcke machen könnte. Wäre nice. Aber... Wäre wahrscheinlich zu schlau. So. Und ich baue dann da mein Häuschen hin. Mein Häuschen. Wie geht's dir? Lesnica, du solltest dorthin gehen. Angriff dort nehmen. Da wird. Okay. In Lesnica gibt es jemanden, der meine Hilfe braucht. Sollte mal eben was trinken. So, wir brauchen Stöcke. Bin ich mir gerade nicht sicher. So haben wir die gesammelt, ne? Genau, wir haben die Zweige hier abgeholzt. Wie so ein Weltmeister. Und wir brauchen jetzt 64 Stück. Oh, toll, Kirsche. Da sollten wir vielleicht aufpassen, wenn wir sowas im Inventar haben. Ist ja kein Spielzeug, ne? Für die, die es nicht wissen, Tollkirschen sind giftig. Die sind nämlich alles andere als toll. Die machen dich tollwütig. Deswegen heißen sie Tollkirschen. Wird man irre von vergiftet. Na, 49. Ich hole jetzt trotzdem die 64. Auch wenn ich weiß, dass ich schon ein paar eingesetzt habe. Noch mehr Tollkirschen. Oh Gott. Sammel direkt, wenn ich jetzt hier bin, sammle ich ein bisschen mehr, weil ich ja weiß, dass ich gleich wieder. Was waren Tollkirschen schon wieder? Noch mehr Tollkirschen. Weil ich ja weiß, dass ich sie gleich wieder brauchen werde. Weil ich will ja, wie gesagt, noch ein Haus bauen. Da müssen wir uns noch einen Dorfbewohner besorgen. Das wird so noch das größte Problem, glaube ich. Noch einen Dorfbewohner zu kriegen. Wobei die sehr bedingungslos eigentlich kommen, ne? Ich denke, das war jetzt erstmal. Eine gute Ausbeute, da kriegen wir fast zwei Häuser von hin jetzt. Huch, the fuck, Alter. Was war das? Der hast gehört? Ich glaube nicht, ne? Hey ho, Tam Tam. Moin. Moin. Gehen wir mal in Discord rein. Ich hole ihn mal eben kurz dazu. Bauen wir mal das Häuschen. Erste Seite. Dann bin ich gespannt, was man hier machen kann in dem Haus.
Tamtam, guten Morgen. Na. Wie geht's dir? Oh, das Übliche. Das Übliche. Ich hab mir gerade eine Nasendusche verpasst und wenn deine Nase schon so zu ist oder Nebenhöhlen so zu sind, dass nicht mal mehr die Nasendusche da durchkommt. Nur einmal feste drücken, dann macht's einmal fett plopp. Ja, habe ich auch gedacht. Dann habe ich gedacht, es kommt mir gleich aus dem Auge raus. Okay. Habe ich mir Nasenspray reingedrückt und jetzt geht's. Aber jetzt habe ich so ein bisschen Druck in der Stirn. Ich denke mal, das Zeug, das habe ich jetzt schön da reingedrückt. Nicht gut. Naja. Ich glaube, ich muss auch viel, viel mehr trinken, damit der ganze Schleim auch sich verflüssigt und nicht nur so eine eklige Masse bleibt. Ich kann jetzt auch Stone-Dünger machen. Okay. So, Freunde, also wir holen jetzt den Dong hier raus. Und das kleine Säckchen. Und dann sollten wir daraus jetzt Dünger machen können. Tatsächlich, hier. Mal ein bisschen am Zocken. Medieval Dynasty. Ach so. Und aktuell. Okay, vielleicht aber ich hatte noch mal ein bisschen. Dann kann ich mir da noch mal ein bisschen angucken. Aus Verdorbenen können wir jetzt auch Dünger machen. Cool, dann macht der Komposter ja doch noch Sinn. Jetzt haben wir Dünger. Okay. Ja, denk dran, ich habe nicht so eine schöne Qualität wie du. Ja, ist egal. So, dann probieren wir das auch direkt aus. Denn irgendwo hier. Da. Da haben wir ja schon ein bisschen was drin. Guck mal, 66 Stück. So, dann alles bis auf 6, weil es gehen ja immer nur 10. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Liga, ne? Jetzt können wir ja hier aus dem Scheiß. Ah, jetzt habe ich nur einen hergestellt. Aus dem Scheiß auch noch was machen. Jetzt habe ich nur zwei hergestellt. Also diese Knöpfe, die sind immer noch sehr merkwürdig. Man könnte es so viel einfacher haben. Okay, guck mal, jetzt haben wir Dünger. Sogar viel Dünger. Ja, mit 16 Dünger. Okay, cool. Cool. Das finde ich sehr gut. Was ist das für ein Teil? Ein Mahlstein. Mehl. Okay, wir können Mehl mahlen. Roggen, Hafer, Weizen. Aber wir haben noch nicht das technologische Schema. Können wir aber kaufen für 50, also easy going. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem zweiten Häuschen eben an. So. Also ich habe gerade schon gesagt, Tom, zu den Leuten, es ist... Ach, jetzt habe ich zwei Halsschaufeln. Es ist ein bisschen wie Icarus. Und das Coole ist halt hier, ich zeig dir das mal ganz kurz, du baust halt eine Siedlung auf. Selber. Und hast verschiedene Ressourcenhäuser. Zum Beispiel ist das hier mein Jagdhaus. Und jetzt habe ich da noch ein zweites Wohnhaus gebaut und jetzt ist hier eine drin, die hier, die arbeitet hier. Und die besorgt Fleisch. Wenn die unterwegs ist, siehst du, die hat jetzt hier schon wieder 10 Fleisch. Bevölkerung aus. Genau, du baust dir praktisch ein richtiges Dorf auf, was arbeiten kann. Und kannst dann, wenn du auf deine Verwaltung gehst, kannst du sagen, was die in welchem Haus machen sollen. Wer was machen soll. Zum Beispiel in der Scheune fehlt jetzt was. Produktion eingestellt. Ein landwirtschaftliches Gebäude, Arbeiter, die hier tätig sind, verarbeiten Ernte und stellen Tierfutter, Dünger und Lehmabwurf her. Ja, ganz cool. Und jetzt sagt mir jetzt einfach nur, hier sind gar keine Arbeiter drin. Oder ich müsste ihm sagen, was soll denn produziert werden? Also du kannst hier wirklich penibel genau sagen, was, wo, wann, wieso, weshalb, warum, wie viel. Ziemlich gut gemacht. Die droppen wir mal wieder. Wobei, die tue ich gleich ins Dings rein. Ins Essen. In die... Da, wo Sachen verderben.
Schwachsinn ist zum Beispiel, dass ich jetzt 10 Stücke Fleisch gegessen habe. Ich habe jetzt 10 Stücke Fleisch gegessen, damit ich satt bin. Das ist halt so ein bisschen unlogischer Schwachsinn. Da fehlt der Koch. Ja, erstens fehlt der Koch, zweitens, wer frisst denn 10 Stücke Fleisch? Naja, Ja. wenn es nur so Nugget-große Stücke sind. Ja, also wenn ich ein Wildschwein töte und hab dann da Fleisch vom Wildschwein, dann wird das wohl nicht nur Nugget groß sein, denke ich. Wo ist denn Weiß das? Hä? Wo ist denn die Schaufel? nicht. Auf 3. Da ist sie doch. So, dann musst du halt Platz schaffen. Ich habe hier ein Bärenfeld, das würde ich am besten behalten. Und Platz machst du, indem du halt die Bäume fällst. Da ist halt ein bisschen traurig, wenn du einen Baum fällst. Ist nicht so ganz so wie bei Icarus. Da hat Icarus das besser gemacht, wie ich finde. Ich kann dir das ja mal eben zeigen. Du fällst einen Baum. Und der fällt um. Ziemlich cool. Gefällt mir gut. So. Jetzt gehst du hin, haust drauf, alle Stöcke weg. Und jetzt habe ich von einem Baum 7 Stöcke bekommen. Das ist ein bisschen unlogisch. Und jetzt haue ich nochmal drauf. Jetzt kann ich die Holzstämme einzeln einsammeln. Also fände ich schöner, wenn es ein bisschen mehr wie bei Icarus wäre. So viel anders ist er denn jetzt auch Ja, nicht. viel nicht, aber es ist schon anders. Also Icarus hat es besser gemacht, definitiv. Aber es ist einfach nur noch ein bisschen pingeliger. Ja, genau. Und ich stehe auf pingelig, das weißt du ganz genau. So, jetzt muss ich mal eben kurz hier. Der kommt mal weg. Ach, ich krieg vom Hopf. Ah, okay, wenn ich die Holz. Deswegen hatte ich 5 Holzstämme. Wenn ich die Dinger aus dem Boden hole, kriege ich auch einen Holzstamm. Deswegen bin ich nämlich überladen. Ah, okay. So, hier musst du dann noch natürlich auf Essen und Trinken achten. Und was ich noch schade finde aktuell, ich weiß noch nicht wo, vielleicht geht es irgendwo, aber jetzt gerade kann ich noch nicht Sachen reparieren. Und das finde ich ein bisschen schade. Das heißt also, ich muss jedes Mal einen neuen Hammer bauen und der geht doch sehr schnell kaputt. Also wirklich sehr schnell. Hallo. So, und jetzt wollte ich gleich, Fakt ist jetzt, ich möchte gerne, dass ich jemanden habe, der in. Nicht im Feldschuppen, ich hatte irgendwie so ein. Da. Holzschuppen. Den möchte ich bauen und da muss da jemand arbeiten können. Kräuterhütte gibt es auch noch, okay. Aber damit jemand im Holzschuppen arbeitet, brauche ich ein neues Haus. Und da ich jetzt auch ein besseres Haus bauen kann. Nämlich ein großes Haus, das wird nämlich mein Okay. Haus dann. Kommt dieses Haus hier hin. Und jetzt kann ich, das finde ich zum Beispiel geil, wenn es das bei Icarus geben würde. Ich kann jetzt sagen, von hier nach hier soll ein Weg entstehen. Und dann wird der Boden clear. Das ist schon ziemlich cool. Das ist praktisch, ja. Ja. So, jetzt nimmst du dir den Bauhammer. Hier. Und dann siehst du, was du brauchst. Ich brauche jetzt noch 11 Steine. So, kurzer Break. So, Jule ist jetzt gerade nach Hause gekommen. Die hatte ja heute Morgen ordentlich Fieber. Die war jetzt gerade beim Doktor. Aber alles gut. Doktor sagt, everything is fine. Sie hat ja diese große Wunde am Arm von Silvester. Und jetzt war die Besorgung oder der Gedanke halt, dass sich vielleicht die Wunde entzündet hat. Da ist ja ein Verband drauf und wir können das ja nicht sehen. Und das ist ja richtig eine, ich nenne es jetzt mal fleischige, blutige Wunde gewesen. Und wenn natürlich sich jetzt die Geschichte entzündet hätte und sie deswegen Fieber bekommen hätte, wäre das nicht gut gewesen. Deswegen waren wir beim Doktor damit. So, jetzt bauen wir schnell das Häuschen. Jetzt sieht der Thomas leider nicht. Thomas ist nämlich gerade auf dem WC. Kacken. So. Boah, Alter, im Vergleich zu den Häusern schon heftig, ne? Der Unterschied. Bin ich ja gespannt.
So. Ich kann noch 15 tragen. Na, ich wollte jetzt halt nicht hier alles rausholen. Denn ich würde gerne hier dran vorbei. Oder ich würde dieses Feld gerne stehen lassen, weil es ist ja irgendwie gut oder praktisch, dass man. Dass man hier so ein paar Bären hat, ne? Was mir nicht gefällt, ist, dass mein Haus vorne so uneben ist. So, das ist mein Häuschen von innen. Okay, der Dachboden. Mhm. Also Stöcke sollte ich genug haben, glaube ich. Was ist denn jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt noch einen Hammer hätte? Haben wir hier noch irgendwo einen Holzstamm, den ich rausbuddeln kann, mal eben? Da. Was ich aber auf jeden Fall mal mache. Ich hole mir jetzt noch einen Hammer ins Inventar und dann gucke ich mal, wenn der kaputt geht, ob der dann automatisch den anderen in die Hand nimmt. Das ist so geil, ne? Ich finde es so geil, dass das funktioniert. Guck mal, jetzt haben wir nur noch das Kirschenfeld hier in der Mitte. Also das Bärenfeld. Finde ich einfach geil. Lass mir sagen, was du willst. Mega gut gemacht vom Spiel. So, dann kloppen wir mal weiter. Wir müssen auch bald neue Stroh besorgen. Nochmal. Ich vermute mal wieder 64. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Ja. Nee. 54 plus 6 plus 4. Wie viel kann ich jetzt noch tragen? Nicht mehr so viel, ne? Ich kann ja 35 tragen. Ich könnte ja jetzt zum Beispiel auch hingehen und die ganze Zeit unterwegs Kirschen sammeln. Ich werde das noch ausprobieren mit diesem Kräutersammler. Vielleicht sammelt der auch Bären. Das wäre natürlich geil. Ich meine, Kräuter sind natürlich was ganz anderes. Aber es ist schon eine coole Sache. So, das heißt, wir haben jetzt von 10 Häusern haben wir 8 belegt mit meinem. Und da kriege ich ja nochmal 2 Mitarbeiter rein. Das heißt, wir haben dann einen Mitarbeiter fürs Holz noch. Jetzt hat er automatisch den neuen Hammer genommen. Okay, cool. Dann muss man das tatsächlich auf diese Art und Weise machen. Genau, in das eine Haus kriegen wir noch 2 Mitarbeiter rein. Das heißt, wir haben jemanden für das Holz. Und wir haben jemanden für... Ja, die Kräuterhütte auf jeden Fall dann. Müssen wir mal gucken. Ich weiß da selber nicht genau, was wir da alles noch machen müssen, ne? Ja, da oben brauche ich auch wieder was.
Die Frage ist jetzt, wie viele Leute gehen hier rein, weil es ist ja scheinbar ein verbessertes Haus. Wenn wir hier mehr Leute reinkriegen, dann bauen wir hier natürlich jetzt nicht unser Haus, sondern dann bauen wir ein Mitarbeiterhaus. Weil dann kriegen wir mehr Mitarbeiter. Und das wäre natürlich richtig nice. Noch 6 Stöcke, die können wir mal eben suchen. Aber die kriegen wir beim Bäume fällen. Die Frage ist natürlich auch, wollen wir das nach hinten raus erweitern? Ich denke ja, ne? Machen hier die 4 Bäume noch weg, dann kommt hier gleich das nächste Haus hin. Ich denke, es wird genauso laufen. Also er sieht ihn, aber er nimmt ihn nicht hoch. So, damit ist das Häuschen dann auch fertig. Da hat Tom leider den Bau verpasst. Muss ich dieses Video angucken. So, wir sind aber jetzt auch bei... Oh ja, hier passen mehr rein. Jetzt aber auch bei 52 Minuten. Deswegen machen wir hier einen Cut. Schauen nur kurz bei der Verwaltung nach. Was kann das neue Haus jetzt? Einfaches, kleines Haus, einfaches Haus. Da passen 4 Leute rein. Okay, dann wird das nicht mein Haus, das sage ich euch jetzt schon. Ja, okay. So, dann nur kurz gucken, was werden wir an Lager brauchen, Produktion. Eine Werkstatt, die bauen wir als nächstes. Lager, das Nahrungsmittellager, dann haben wir nur noch ein Haus frei und das wird ja eigentlich ich weiß nicht, was der Feldschuppen ist, entweder der Feldschuppen oder die Kräuterfuzzi. Feldschuppen oder Kräuterfuzzi? Na, erstmal kommt der jetzt hier hin. Kann man hier dran vorbeigehen. Das ist ganz cool. Gut. Ich mache einen Cut für heute hier. Ihr kennt das Ganze. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Medieval Dynasty. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.